Zusammen und willkommen auf Football Therapist zur ersten Folge einer etwas speziellen Serie, da wir über die verschiedenen kognitiven Verzerrungen sprechen werden, die man im Fußball finden kann. Beginnen mit denen, die man bei der Analyse eines Spiels finden kann, weshalb die Verwendung von Daten ein wichtiges Thema in diesem Video sein wird. Aber zunächst noch eine Definition von kognitiven Verzerrungen. Es sind Abweichungen vom logischen Denken von unserem Gehirn, die dazu führen, dass wir Informationen auf irrationale Weise verarbeiten. Das kann immer noch kompliziert tönen, wird aber mit dem Video viel weniger werden, da wir viele Beispiele durchgehen werden. Das erste ist die Autoritätsverzerrung, die darin besteht, dass wir uns einer Meinung anschließen, weil die Person, die sie äußert, als intelligent oder sogar als Experte auf dem Gebiet gilt. So ließ Pelé 2012 in Messis statistisch erfolgreichstem Jahr verlauten, dass der Argentinier noch nicht besser als Neymar wäre, obwohl dieser noch in Brasilien spielte. Sicherlich hätten wir damals alle über diese Aussage gelacht, wenn sie nicht von einem der größten Spieler der Fußballgeschichte gekommen wäre. Und wenn wir schon von großen Spielern sprechen, werden diese nicht unbedingt zu großen Trainern, denn gerade die Trainer kennen den Fußball am besten und wissen, welcher Spieler besser als ein anderer ist. Autorität kann aber auch zu einer anderen Verzerrung führen, nämlich der des Glaubens. Als Beispiel habe ich das Pokalspiel Villanovense Barcelona aus dem Jahr 2015 gewählt, das mit einem gerechten 0:0 endete. Die Autorität, die Barça repräsentiert, konnte uns tatsächlich dazu bringen, das Spiel mit der Überzeugung zu sehen, dass die Mannschaft aus der dritten Liga sehr stark war, weil es das Spiel ihres Lebens war, wie einige sagen würden. Und da immerhin einige relativ wichtige Spieler aus Barcelona Barcelona-Spieler an diesem Abend aufliefen, konnte man durchaus für so sein, das Spiel des damaligen Europameisters nicht als Enttäuschung zu betrachten. Denn obwohl die Katalanen an diesem Abend viele Fehler machten, konnten sich einige leicht vom besonderen Kontext dieses Spiels blenden lassen. Da es für die Spieler von Villanovense das Spiel ihres Lebens ist, haben sie sich sicher wochenlang darauf vorbereitet, während die Barcelona vielleicht kein Video von Villanovense zur Verfügung hatten. Möglich. Im Fernsehen war zu hören, dass die einheimischen Fans ihre Mannschaft während der gesamten 90 Minuten lautstark angefeuert haben. Das erklärt also ihre großartige Leistung. Also bezüglich des Tons ist das möglich, aber er kann auch im Fernsehen betont werden. Während die Leistung von Villanovense natürlich für ihr Niveau gut war, aber es war in Wirklichkeit eher Barcelona, das die Räume nicht nutzen konnte, die jedoch oft im lokalen Abwehrblock freigelassen wurden. Eine Schlussfolgerung, die man nicht ziehen kann, wenn die Autorität, die der Name des FC Barcelona darstellt, uns dazu bringt, um uns zu weigern, das Spiel zu analysieren. Einfach so. Anstatt sich mit den Geschehnissen auf dem Spielfeld zu beschäftigen, ist es immer viel einfacher, nach anderen Erklärungen zu suchen, die nur einen geringen oder gar keinen Einfluss auf das Geschehen haben eigentlich. Man muss auch wissen, dass andere Verzerrungen diesen Glauben verstärken können, wie zum Beispiel die der illusorischen Korrelation, die eben darin besteht, dass man einen nicht vorhandenen Zusammenhang zwischen zwei Ereignissen wahrnimmt oder übertreibt. Als mildernde Umstände könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass die Barca-Spieler aufgrund der relativ längeren Reise als üblich nach Extremadura, wo sie sich sicherlich nicht in einem so luxuriösen Hotel erholen konnten, wie es ihnen normalerweise zur Verfügung steht, körperlich nicht in Form sein konnten. Es ist sicher richtig, rechtfertigt aber nicht die vielen Fehler, die in diesem Spiel gemacht wurden. Während ich persönlich nicht an einen Mangel an Motivation glaube, da alle aufgestellten Spieler ein Interesse daran hatten, eine gute Leistung zu zeigen, um in den nächsten Spielen mehr Spielzeit zu bekommen. Eben. Diese falsche Sichtweise kann auch durch eine zweite Verzerrung, die der Bestätigung fälschlicherweise verstärkt werden.
Die Informationen, die dieses Mal begründet sind, können uns verzehren, indem wir die Informationen bevorzugen, die unsere Gedanken bestätigen. Im Falle dieses Pokalspiels wäre die Information, dass das Spielfeld in Villanovense kleiner ist als in großen Stadien, eine Bestätigungsverzerrung, da Barcelona selbst mit ein paar Quadratmetern weniger Platz ein besseres Ergebnis hätte erzielen müssen. Dasselbe gilt für die mögliche Ausrede, dass der Platz schlecht war. Aber noch etwas anderes kann uns täuschen, betrügen und unsere Position und unser Blickwinkel im Stadion oder der Kamera, wenn wir das Spiel im Fernsehen sehen. Wenn wir das Spiel fernsehen, einfach. Ob nicht ein Screenshot dieses Spiels in Villanovense abgebildet, der nur oben und unten beschnitten ist, aber nicht in der Breite. Sicherlich notwendig wegen der Leichtathletikbahn, die das Spielfeld von den Tribünen des Stadions trennt, verhindert aber dieses Zoom, dass man die 10 Feldspieler jeder Mannschaft sehen kann und kann uns so in die Erwartungsverzerrung bringen. Auf dem fraglichen Bild scheint der linke Außenverteidiger Barcelonas a priori keine Passlösungen zu haben, da keine zu sehen sind. Dennoch könnten durchaus Mitspieler in der gegnerischen Hälfte freistehen, aber man hat keine Möglichkeit, dies wahrzunehmen. Es wäre also ein Fehler aus diesem Bild, den Schluss zu ziehen, dass Villanovense es geschafft hat, diese katalanische Ballbesitzphase zu stören. Trotz des Zooms wirken die Räume dennoch kleiner, vor allem auf der weiter entfernten Seite im Vergleich zu einem Spiel, das beispielsweise im Camp Nou gefilmt wurde, wo die Kamera viel höher positioniert ist. Dies ist auch der Grund, warum manche Trainer ihre Analysten darum bitten, das Spiel möglichst von oben zu beobachten, um Details wahrzunehmen, die vom Spielfeldrand aus weniger offensichtlich wären. Diese Suche nach einem anderen Blickwinkel findet manchmal auch im Training statt, wo Drohnen immer häufiger zum Einsatz kommen. Manche Trainer bevorzugen es hingegen, selbst in luftiger Höhe zu sitzen, wie Luis Enrique, der dafür bekannt ist, den Bau eines Turms im Trainingszentrum seiner Mannschaften zu fordern. Die Interpretation von Statistiken selbst von solchen, die als fortgeschritten betrachtet sind, ist ebenfalls von dieser Verzerrung betroffen. Ich denke hier insbesondere an den Vergleich der Gesamtzahl der Expected Goals oder XGs, die zwei Mannschaften im Laufe eines Spiels erzielen können. Auf den ersten Blick scheint die Mannschaft, die einen Ehrenwert erzielt, den Sieg verdient zu haben, da diese Metrik die Gefährlichkeit jedes Schusses auf einer Skala von 0 bis 1 misst. Je höher der Wert eines Schusses, desto mehr Wahrscheinlichkeit hat er ins Tor zu gehen eigentlich. Aber um herauszufinden, wer es objektiv mehr verdient, ein Spiel zu gewinnen, sollte man nicht die Summen dieser Statistik vergleichen, sondern sie untersuchen, indem man versucht, den Verlauf des Spieles zu verstehen. Vielleicht hatte die Mannschaft, die 1-0 gewonnen hat, deutlich weniger XGs, brauchte aber nicht mehr zu haben, weil sie sehr früh ein Tor erzielt hat und danach in einem tiefen Block verteidigt hat. Eine Situation, die eben vielen Gegner Probleme bereitet, vor allem solchen, die keine Spieler haben, die beim Flanken annehmen, wirklich gefährlich sind. Es ist also gut vorstellbar, dass die Mannschaft, die verloren hat, eigentlich einen viel höheren Gesamtwert für Expected Goals hat, einfach weil sie Fernschüsse abgegeben hat, die eigentlich nicht so gefährlich waren. Und das ist nur abgesehen davon, dass der Sieger vielleicht mehrere sehr gefährliche Flanken hatte, die einfach nicht zu einem Schuss führten und somit XG-Wert wegen einer Verzögerung von wenigen Millisekunden oder einer Ungenauigkeit von nur wenigen Zentimetern. Um also die Voreingenommenheit in dieser Situation zu bekämpfen, ist es schon besser, sich ein Timing-Chart der XG des betreffenden Spiels anzusehen.
Die betreffende Summe wird nach jedem Schuss automatisch aktualisiert und da auch die Tore angezeigt werden, kann man dort das Verhalten der beiden Mannschaften in Abhängigkeit vom Spielstand und der verbleibenden Zeit erahnen. Eine Kombination dieser Grafik mit einem ähnlichen Stabdiagramm, wie es bereits zur Darstellung der Spielkontrolle verwendet wird, wäre übrigens wirklich ideal. Zu diesem Zweck könnte auch eine XG-Map interessant sein, die den Ort der Schüsse und deren Wert anzeigt. Letztendlich geht es also darum, nicht nur die Expected Goals, sondern alle Statistiken zu interpretieren und dabei zu beachten, dass es verschiedene Modelle gibt, um die gleiche Metrik zu messen, was zum Beispiel die unterschiedlichen XG-Werte erklärt, die man für das gleiche Spiel finden kann. Diese statistischen Modelle und die daraus abgeleiteten Statistiken, wie in diesem Fall die Expected Points, müssen noch weiterentwickelt werden, um an Bedeutung zu gewinnen. Insbesondere hier vielleicht durch eine individuelle Anpassung an die Qualität des Spielers und des Torwarts in der jeweiligen Schusssituation. Ein solches Instrument, das dafür sorgen soll, dass unsere Interpretation des Spiels nicht durch das Ergebnis verzerrt wird, muss also selbst sinnvoll eingesetzt und idealerweise mit der Verwendung anderer Metriken kombiniert werden, wobei ich hier insbesondere an die Expected Threat oder XT denke. So, das wäre es schon für mich. Zögere nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um sicherzustellen, dass du die zweite Episode und nämlich die zweite Folge, nämlich Inhalte nicht.